Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder aus dem LS22 und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende hier von der Galgenberg-Map. Ja, ich spaziere mal wieder hier gerade so für mich durch das Dorf durch und ich muss halt immer wieder schmunzeln. Ne? Ich war erst vor kurzem mal wieder hier und wenn man das wieder so hier und da erkennt, es ist schon einfach, es ist fucking geil, muss ich einfach sagen. Ich glaube, jeder von euch würde sich wünschen, seinen eigenen Heimatort zu bespielen können. Deswegen, ja, bin ich froh, dass ich mir die Mühe gemacht habe. Ja, es ist halt ein Herzensprojekt und es dauert halt ein Weilchen. Ne? Das muss euch klar sein. Ich bin jetzt an der Karte bestimmt dreiviertel Jahr auf jeden Fall dran. Mal mehr, mal weniger. Ja. Und da kommt halt dann doch einiges zusammen. Aber das ist heute nicht das Thema, sondern Wochenende, Status-Update und wir bauen wieder gemeinsam zusammen. Heißt, es könnte heute ein bisschen länger dauern. Flitzt in die Küche, holt euch ein Käffchen, setzt euch nieder und lauscht mir wieder ganz entspannt zu. Wir haben hier ja einen neuen Hof. Wer den noch nicht gesehen hat, ich laufe mal ganz kurz durch. Gibt es noch ein Video dazu? Ja, dürft ihr gerne mitverfolgen, wenn ihr Bock habt. Für die Neuen, lasst gerne ein Abo da. Das kostet hier auf YouTube nichts, muss man ja immer wieder sagen. Ja, sonst kostet ein Abo immer. Hier nichts, würde mich mega freuen. Und dann verpasst auf jeden Fall keine neuen Videos. So, heißt, wir haben einen Hof. Dann haben wir hier draußen den zweiten Hof, den dritten Hof, den vierten Hof. So, vier Höfe. Jetzt sagt der eine oder andere, das reicht doch eigentlich vollkommen. Ja, bin ich vollkommen bei euch. Es ist aber das Thema so, die Erfahrung hat sich halt gezeigt, wenn man irgendwo einen Dekohof baut und platziert, heißt es immer gleich, das wäre doch geil, wenn man neben dir spielen könnte. Und dem will ich so ein bisschen entgegenwirken. Bedeutet für mich, ich habe für mich persönlich entschieden, egal welchen Hof ich hier auf der Map platzieren werde, wird bespielbar sein. Ja? Heißt, es gibt einen neuen Hof. Den zeige ich euch gleich. Zuerst möchte ich euch noch ein paar Neuigkeiten zeigen. Ja? Ich habe jetzt angefangen, mit diesen Plätzen zu generieren, wo Unterstände kommen. Ja? Es gibt ja verschiedene Höfe, die sind, so wie der da oben, vom Platz her einfach so eng, dass es keinen Unterstand mehr gibt. Kein Platz mehr. Ja. Dementsprechend werden auf der Karte, und so ist es halt auch in Real, verschiedene Unterstände platziert. Zum Beispiel hier oben gibt es dann einen. Ja. Dann flitzen wir mal durch nach draußen. Keine Sorge, ich zeige euch immer wieder was von der Karte. Hier wird noch einer platziert. Dann ist ja schon hier draußen einer und da draußen einer. Und so wird es verschiedene Plätze geben, wo ihr eure Fahrzeuge unterstellen könnt. Zwar ein bisschen weiter weg vom Hof, aber ich finde, das macht es auch nochmal ein bisschen interessant. Und es ist halt real. Ja? Wir sprechen ja von diesem Ort hier. Und da seht ihr zum Beispiel, hier ist ein Unterstand. Da ist der Unterstand, wo wir angeguckt haben und, und. Ja? So, wenn wir jetzt gerade hier sind, sieht das Ganze folgendermaßen aus. Wir haben Hof 1, 2, 3, 4. Hier. Und hier drüben haben wir einen neuen Hof. Den haben wir jetzt im Livestream mal vorgebaut. Na, wenn ihr da mal dabei sein wollt, einfach unten in der Videobeschreibung Twitch Follow da lassen, verpasst ihr keinen Stream mehr. Den wollen wir uns jetzt dann gleich anschauen. Jetzt möchte ich aber euch noch mal was zeigen. Und zwar das hier. Ja, ich habe auch angefangen, Stromleitungen zu setzen. Macht einfach noch mal was her. Das Ganze finde ich schön. Passt. Wunderbar. Erledigt. Ja? So, was haben wir denn noch gebaut? Gott, es passiert momentan so vieles. Habe immer den Eindruck, ich vergesse das eine oder andere, euch zu zeigen.
Feuerwehr habe ich euch ja schon gezeigt, ne? Die umgebaute vom Landhandel. Ja, dann machen wir jetzt gar keinen längeren Hehl mehr drum. Dann gehen wir mal runter zum neuen Hof. Und den möchte ich mit euch wieder so ein bisschen dekorieren, ein bisschen zeigen. Angefangen. Ich muss mal nur kurz meinen Blick abwinken. Angefangen habe ich mal hier mit den Häusern zu setzen. Ne? Ich zeige es euch nochmal. Das ist im Endeffekt dieses Areal hier. Möchte ich so ein bisschen nachsimulieren. Diese Häuser. Und jetzt drehen wir uns um und genießen einfach den Blick auf den neuen Hof. Ist das nicht schön? Ich muss echt sagen, ich bin begeistert. Der fügt sich halt echt richtig schön hier in dieses Tal mit ein. Nach hinten hoch. Das Güllelager. Es ist halt wieder irgendwie gefühlt aus einem Guss. Ja. Und im Endeffekt ist es das hier nachsimuliert. Ja. Wir haben hinten die Mistplatte, dann den Hof. Wir haben vorne noch so einen Unterstand. Den habe ich jetzt halt quer hingestellt. Und gut ist. Das ist ja kein 1:1 Nachbau, aber so ein bisschen das Feeling von Kirche findet er auf jeden Fall wieder. So, hier ist die Zufahrt nach oben. An der Seite geht es noch hoch zu den anderen Wohnhäusern. Ja, das ist na klar nur Deko. Das wäre dann das hier. Und dann haben wir hier unseren Hof. Den Oberleitnerhof aktuell auf ModHub mit einem Update erschienen. Da dazu zwar ein Standardgebäude, ne, aber passend von der Farbe her zum Oberleitnerhof. Und ich finde halt, er passt sehr, sehr gut hierher. An der Seite die Mistplatte. Ja, das hier könnt ihr ja aufbauen. Irgendwie irgendwo. Wo waren das? Ach so, ich muss erst das Gelände kaufen, deswegen geht es nicht. So, jetzt gehört er mir. Türe auf. Aufbauen. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Mit einer kleinen Wendeplatte hier, damit man auch verschiedene Szenarien fahren kann. Ich habe vorhin im Livestream alle getestet. Im Endeffekt, egal ob ihr jetzt hier durchfahrt mit einer Wendeplatte oder durch das Gebäude hier hinten durch, ihr kommt auf jeden Fall überall super hin. Problemlos läuft. So, und ansonsten hat das Gebäude ja alles, was er braucht. Und es ist einfach nochmal ein schöner Hof, den man wunderbar bespielen kann. Ne? So, heißt, wir gehen jetzt rein und dekorieren das Ganze ein bisschen. Das Gelände haben wir uns ja schon gekauft. Und dann fangen wir mal an. Und zwar habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe mir im Giants Editor hier mit meinen Mauern, um das Gelände ein bisschen abzufangen, habe ich mal die Collie rausgenommen. Somit kann ich einen Zaun platzieren. Ja, nachher, wenn ich fertig bin, packe ich die Collie einfach wieder rein. Und schon habe ich einen wunderbaren Zaun auf der Mauer und erspare mir im Giants Editor diese mühselige Arbeit mit dem Zaun setzen. So. Der Plan wäre nämlich dann nachher, dass man hier zum Beispiel das Güllefass lagen könnte, beziehungsweise parken. Gut, dann können wir noch hier reinpacken. Das kommt mit dem Oberleitnerhof mit. Rastermodus habt ihr gesagt, C. Und freier Modus V, damit das Gelände nicht zerstört wird. So. Und wir bauen dann auf jeden Fall nochmal eine Bank auf der anderen Seite, dass der Oma Rosa auch da unten sitzen kann und ein Bauer auf die Finger gucken kann. Ja, wenn ihr Bock habt, mal auf ein Let's Play in Schwäbisch, ne? Ihr wisst, was ihr zu tun habt.
Wie wisst's? Bei 15.000 haben wir gesagt, machen wir ein schwäbisches Let's Play. So. Dann habe ich im Livestream, wir hatten das eigentlich schon angefangen, ne? Aber ich hatte einen Fehler gemacht und muss den nochmal neu machen. Machen wir hier die Holzbalken. So. Ja, hier so ein Holzstämmle macht sich immer gut. Keine Sorge, das Gras wächst nachher alles drüber, weil ich ziehe mir das jetzt nur aus dem Safe-Game raus. Und dann ist das Gras wieder gemalt. Ja, ich packe das in meinen Placeables rein. Nimm sie raus, dort rein. Fertig ist die Möhre. So, dass auch überall alles ablaufen kann. Hier am Güllebecken habe ich immer gerne eine Leiter, weil es kann ja sein, man muss aufs Güllefass draufsteigen. Das hier wollte man irgendwo hier hinten hinpacken, weil sich das gerade so als Rumpelecke anbietet. Das muss so richtig eine krustelige Ecke sein hier. Das ist nachher eh alles wieder eingewachsen. Dürfte nicht vergessen. So, dann machen wir ein paar Lampen hin. Hier an der Wendeplatte bietet sich's auf jeden Fall an. Das hier haben wir vorhin alles schon schön platziert gehabt. Eigentlich. Diesmal mache ich die aber hier hin. Da geht es ja heute den Weg rum. Dann haben wir gesagt, hier oben brauchen wir auf jeden Fall Licht. Und der Weg runter. So, das reicht. Hier hoch, das gibt nochmal ein bisschen Atmosphäre, würde ich sagen. Die braucht ja auch ein Licht, wenn sie räumbellet. Da kennt er mich mittlerweile auch gut, dass ich das Zeug immer irgendwo reinplatziere in Büsche. Und es halt einfach ein bisschen schön wirkt. Das lassen wir so. Gut. Haben wir die Lampen auch? So. Jetzt kommen wieder meine geliebten Schmuddelecken. Einmal quer durch den Deko-Katalog durch und einfach wild platzieren. Wild ist es nicht, dann machen wir ja schon hier und da ein paar Gedanken. Aber vieles passiert bei mir halt auch. Aber aus dem Bauch raus. So, hier vorne hatte ich noch ein bisschen was platziert gehabt. Alles nachher wieder da. So, dass auch hier ein bisschen spannend wird beim Rausfahren aus der Halle. Na, wenn man hier ums Eck rumkommt, das darf ruhig ein bisschen weh tun darf's. Brauchen wir noch. Spielsachen, die Bauer haben keine Kinder. Das hier haben wir noch gesagt. Hier, wenn man aus dem Hühnerstall rauskommt, kann man ein bisschen Griffel wäschen. So. Ob das na klar alles so Sinn macht. Ne? Das lasse ich immer dahingestellt. Es muss halt einfach ein bisschen gruselig aussehen auf dem Hof. Ja,
Säcke hinpacken. So. Nimmt das Ganze Gestalt an. Hier hinten haben wir ja so eine Art Wendeplatte. Das ist ja das Gute, was wir hier machen. Im Endeffekt könnt ihr, wenn ihr das meint, ihr braucht den Platz hier, könnt ihr alles verkaufen. Ist gar kein Thema. Ja? Das ist ja das Schöne. Das wirkt schon ganz gut. Bin bisher sehr zufrieden. Auch mit der Konstellation, da haben wir lange gebraucht, wie wir das genau hinpacken. Wie soll es denn nachher aussehen und, und. Klar, ein paar Mülleimer brauchen wir noch. Frage ist, wo platzieren wir die? Der Müllwagen kommt bestimmt die da hinauf. Stromkasten. Stromverteiler. Generator. Wie auch immer sich das Kind hier schimpft. Gerade immer. Bodenplatten habe ich ja schon gesagt, die sind nicht ganz so mein Fall. Vielleicht nehme ich da noch das Deko-Pack mit rein, weil ich finde es vom Güllebecken sieht es eigentlich immer ganz schön cool aus. Alter Matratz. So, die hat der Ober drauf geschmissen, ey, frei. Innen drin brauche ich so eigentlich nichts machen. Das hat er eigentlich schön gemacht. Das passt. Das gefällt mir. Ja, guck mal, wenn hier der Container ist, dann ist hier noch der andere Container. Ob man halt irgendwas umbaut. So. Ich mag es einfach ranzig. Kann man einfach helfen. So, aber ich glaube im Großen und Ganzen ist es nicht verkehrt. Ich werde nachher im GE hier noch so ein paar Büsche hinsetzen und hier noch ein paar Büsche hinsetzen, dass es richtig schön eingewachsen ist. Und dann würde ich sagen, genießen wir nochmal den schönen Anblick hier vom Oberleitner. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich auch gut. Also es wird langsam richtig, richtig schwer, welchen Hof ich bespielen wollen würde. Ja. Ich bin soweit durch. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick mal wieder gefallen. Wenn ja, würde ich mich saumäßig über ein Like freuen. Das tut kaum weh. Und in dem Sinn sehen wir uns beim nächsten Video wieder, wenn ihr Bock habt. Macht's gut. Bis dann, euer Yogi. Ciao.